Glückszahl 7, nicht nur im Spiel, sondern auch in der Familie. Der ehemalige Skirennläufer Bodie Miller und seine Frau Morgan erweitern ihre Kinderschar um ein siebtes Mitglied. Wie das Sportlerpärchen dem People Magazine verrät, ist die amerikanische Beachvolleyballspielerin wieder schwanger. Mit dem kleinsten Sprössling sei die Familienplanung der Millers dann aber abgeschlossen. Aus einer früheren Beziehung stammen Tochter Neeson und Sohn Samuel. Mit dem Ex-Ski-Champion hat das Model nochmal 4 Söhne, Nash und Easton und die beiden Zwillinge Asher und Axel. Bei dieser Rasselbande haben die Millers wohl alle Hände voll zu tun. Doch der Kindersegen ist nicht nur von Glück bestimmt, denn der Nachwuchs wäre eigentlich schon Kind Nummer 8. 2018 geben die Eltern bekannt, dass ihre einjährige Emmy bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen ist. Die Kleine sei bei ihren Nachbarn ins Schwimmbecken gefallen. Ihren kleinen Schatz behält die Familie in liebevoller Erinnerung. Nach dem furchtbaren Verlust verkünden die Eltern noch Platz in ihrem Herzen für ein weiteres Kind zu haben. Nach den Schwangerschaftsnews zeigt die schöne Mama nun auf ihrem Instagram-Profil ihr kleines Babybäuchlein. Im Bikini bei den warmen Temperaturen Costa Ricas präsentiert die Blondine stolz die süße Rundung. Die große Frage lautet: Junge oder Mädchen? Ihre Follower stimmen zu 84% für ein Mädchen. Und auch die glückliche Mama sehnt sich nach weiblichem Nachwuchs. Nach 5 Brüdern könnte Tochter Neeson ja auch wirklich weibliche Verstärkung gebrauchen.